Willkommen zusammen zu einem weiteren LS25 News Video und heute geht es rund um das Thema Spinat. Von der Aussaat bis zur Ernte und dem Punkt sogar, dass man Spinat zweimal pro Jahr ernten kann. Plus nebenbei sehen wir immer wieder neue Maschinen, die damit quasi für den LS25 angekündigt sind. Das ist ein sehr, sehr informatives Video, freut euch drauf. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir haben hier das allererste Bild von einer neuen Maschine, die kommt von der Firma Oxbow. Ist der MKB4TR, ist ein Gemüseernter, der den Spinat ernten kann. Und hier ist auch direkt eine Besonderheit. Exakt diese Maschine kann auch Petersilie ernten und weiteres Blattgemüse plus allgemein auch Kräuter. Also jetzt erstmal ist er da, um die neue Frucht Spinat zu ernten, aber das Potenzial auf weitere neue Früchte, Spekulation an der Stelle, ist mit dieser Maschine auf alle Fälle gegeben. Was sehen wir noch hier auf diesem Bild? Ja, wir sehen, wir haben hier einmal ein Raupenfahrwerk, damit das Ganze sehr bodenschonend vonstatten geht. Warum das so ist, da kommen wir später auch gleich noch drauf. Wir haben hier im Hintergrund etwas und das deutet darauf hin, dass das, was wir hier sehen, auf der US-amerikanischen Karte gemacht wurde, das Bild. Weil dort gibt es nämlich genau so ein rundes Gebäude, was wir schon gesehen haben in der Vergangenheit. Wir haben hier ein weiteres Bild von diesem selbstfahrenden Vollernter. Wir haben hier vorne so eine Hutze. Dann werden hier unten die Pflanzen direkt abgeschnitten. Und wir haben hier oben noch eine Haspel, die dafür sorgt, dass das Ganze auch einen Fluss bekommt, und zwar Richtung Maschine hier. Das Ganze wird dann hier schonend über ein Förderband nach oben transportiert und wird dann mit einem Gebläse, was hier angetrieben wird, hier hinten in den großen Container reingeblasen. Und da sammelt sich der Spinat dann drin, so lang bis der voll ist. Und dann können wir das Ganze hier einmal auf unseren Anhänger, auf unseren LKW, was wir jetzt gerade auch haben, einfach überladen. Wird einfach gekippt. Im Übrigen, MKB ist speziell der Ernter mit dem Bunker hier. Das ist noch nicht offiziell angekündigt. Kann auch sein, der kommt gar nicht. Und zwar, es gibt einen MKC-4TR-Ernter. Und der hätte jetzt quasi hier hinten keinen Bunker zum Überkippen, sondern der hätte einen Container, den man nach hinten abladen kann und dann auf den LKW aufsetzen kann. Wäre naheliegend, wenn der vielleicht auch kommt, aber jetzt erstmal ist nur der eine hier angekündigt und offiziell bestätigt. Auch hier noch ein zweites Bild vom Überladeprozess gerade. Also hier muss auch wirklich alles in allen Arbeitsschritten sehr schonend vonstatten gehen, weil das halt ein Blattgemüse, was auch wirklich empfindlich ist. Und hier haben wir dann noch einen LKW von Volvo. Genau der war eh auch schon in dem Silver Run Forest DLC, in dem Platinum DLC mit drin. Und der ist jetzt quasi dann im LS25 für alle verfügbar. Dann haben wir hier das nächste Bild. Da sehen wir auf alle Fälle einen John Deere Traktor. Und hier hinten eine Sämaschine. Und zwar eine Akula Drive 400 von der Firma Acromash. Die Firma Acromash, die gibt es schon im LS22, ja, die kommt auch wieder in LS25, allerdings eine Sämaschine in dieser Größe und genau diese Sämaschine, die gab es bisher nicht im LS22 und die wird damit neu Einzug in den LS25 halten. 4 Meter Arbeitsbreite und mit der können wir unseren Spinat aussäen. Im März oder April. Hier haben wir nochmal ein Bild von ein bisschen weiter hinten, wie das Ganze ausschaut beim Überladen. Man sieht ja auch ein bisschen die Animation. Aber im Endeffekt, die Maschine haben wir ja schon gesehen. Wir sehen hier auch schon ein bisschen Verschmutzung und solche Geschichten. Ja, schaut es euch gerne in Ruhe weiter an. Hier auch nochmal von außen betrachtet. Von der Entfernung, wie das Ganze hier einmal geerntet wird.
Und was mir auf dem Bild hier viel mehr aufgefallen ist, schaut mal hier im Hintergrund, das sind irgendwelche Bäume, die blühen hier weiß. Was auch immer das jetzt genau für Bäume sind. Falls ihr Ideen habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Aber oh, da gibt es auf alle Fälle auch weitere neue Sachen. Bevor wir jetzt weitergehen zur nächsten Folie, ein wichtiger Hinweis. Falls ihr einen LS25 vorbestellt oder euch den kauft, wenn er schon released ist, egal wann, denkt sehr, sehr gerne an mich und nutzt meinen Code RACING. Damit unterstützt ihr meine Arbeit. Ich bekomme einen kleinen Teil davon ab. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Das ist einfach nur eine Win-Win-Situation. Herzlichen Dank. Weiter geht's. Ja, und hier sehen wir einmal einen kompletten Wachstumszyklus für Spinat. Ihr seht hier, ja, wir können das pflanzen März und April. Wenn wir es im März säen, ja, dann ist er im April schon aufgegangen, schaut wie hier aus. Er wächst dann im Mai, wächst weiter im Juni und wir können ihn im Juni schon ernten. Wenn wir den geerntet haben, schaut das Ganze wie folgt aus. Das ist quasi auch noch Juni. Und dann geht es weiter Richtung Juli. Ja, da wächst er dann wieder. Er wächst auch im August. Und schließlich können wir den im September ein zweites Mal ernten. Wenn ihr euch die Bilder jetzt hier im Detail mal anschaut, ja, diese zwei Wachstumsphasen und diese zwei Wachstumsphasen, da schaut der Spinat anders aus. Er wächst tatsächlich in Realität in seiner zweiten Wachstumsphase etwas buschiger. Und das Ganze ist tatsächlich auch hier im LS25 dann angekommen. Ihr seht wirklich, jede Wachstumsstufe sieht der anders aus. Das heißt, ihr könnt dann auch später eure Felder auch unterscheiden. Ist der jetzt gerade im Juni in der Wachstumsstufe oder schon im September? Weil es da wirklich Unterschiede gibt. Ja, und wenn er den nicht rechtzeitig erntet, dann wird er quasi verfaulen. Sieht dann wie hier aus. Genau, ernten steht hier oben auch Juni oder Juli, beziehungsweise September oder Oktober, je nachdem wann wir gesät haben. Wächst 3 Monate. Wir brauchen 10 Liter an Saatgut pro Hektar. Ja, ist so wenig, weil die Körner sind wirklich sehr, sehr klein. Habe ich selber im Garten schon angebaut. Und wir können den im Schnitt für $660 oder Euro die Tonne verkaufen. Wir können tatsächlich auch 23,1 Tonnen bzw. 23.100 Liter pro Hektar ernten, was brutal viel ist. Bin schon sehr gespannt, ob sie die anderen Früchte auch angepasst haben. Tests wird es entsprechend, sobald das Spiel da ist, von mir wieder geben. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Wachstumsstufen noch mal ein bisschen genauer im Detail an. Ich habe nämlich hier die Einzelgrafiken noch mal ein bisschen in ja, Größe, einfach das ganze Bild. Und wir sehen schon, der geht am Anfang erstmal sehr vereinzelt auf. So wie das hier ausschaut, sehen hier die Pflänzchen, ja, die sind noch schön klein und hellgrün. Das ist jetzt quasi 1 Monat nachdem gesät wurde. Und dann geht es weiter hier, dass er ein bisschen weiter gewachsen ist. Das sehen wir auch schon, der ganze Bestand ist deutlich dichter. Wir müssen übrigens über die ganze Wachstumsphase allgemein auch für den Spinat die ganzen Standardsachen machen, also wenn er geerntet ist, geht es los mit Feldmulchen, dann ja, Feld vorbereiten, grubbern oder pflügen. Bei Spinat reicht grubbern, säen, walzen, düngen, spritzen. Alles, wie ihr es vom LS22 kennt für die ganzen Getreidearten, ist natürlich für den Spinat auch notwendig. So. Hier werden wir dann in der dritten Wachstumsstufe, in der wir den tatsächlich auch ernten können. Da ist noch mal ein bisschen mehr in die Höhe gegangen. Und wenn wir geerntet haben, sieht er so aus. Ja. Und in dieser Wachstumsphase kann er dann ein zweites Mal weiter wachsen. Ja. Warum ist es möglich? Solange die Pflanze da ist, solange die kleinen Herzblätter, die hier in der Mitte der Pflanze noch vorhanden sind, kann der neu austreiben. Wenn man es natürlich Pflanzen beschädigen würde, komplett aus dem Boden rausreißen würde,
wäre es nicht mehr möglich, dass er weiter wächst. Aber so eine Mechanik gibt es hier für ein LS25, soweit ich jetzt weiß, nicht. Er kann einfach ein zweites Mal austreiben. Dann wächst er weiter. Ihr seht auch hier schon, da ist er schon mal ein Ticken deutlich, wie wenn er einfach frisch gesät worden wäre. Das ist dann die nächste Wachstumsstufe. Und dann haben wir hier wieder die erntereife Wachstumsstufe, wo richtig viel dasteht. Und in der können wir den dann nochmal ernten. Zum Abschluss dann noch einmal die verdorrte, verfaulte Wachstumsstufe. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Und zwar schaut mal hier vorne in die Hallen rein. Wenn wir da ein bisschen hinzoomen, hier steht eine Maschine drin. Könnte eine Sämaschine sein, es könnte eine Pflanzmaschine sein. Sie ist auf alle Fälle grün. Ist wirklich sehr schwer auf diese Entfernung das zu erkennen. Falls ihr eine Idee habt, schreibt mal gerne eure Idee dazu unten in die Kommentare rein. Und dann haben wir hier drüben auch noch was in der Halle stehen. Wir sehen hier oben, da ist eine große Kabine. Hier unten ist etwas, wo wir irgendwie ja, wie so ein Schneidwerk vorne anbauen könnten. Es könnte ein Drescher sein. Falls ihr eine Idee habt, schreibt mal auch gerne in die Kommentare rein, was das für eine Maschine sein könnte, was ihr denn denkt und schätzt. Vielleicht ist eh schon was, was angekündigt wurde. Vielleicht ist aber auch was komplett Neues, was wir jetzt quasi hier als sehr unscharfen Leak mit drin haben. Und da wir jetzt ja auch wissen, dass Spinat weiter wächst, ja, da machen jetzt hier auch die Raupenfahrwerke, die Ketten hier Sinn, weil damit ist es einfach möglich, dass wir sehr, sehr bodenschonend unterwegs sind. Die Pflanzenreste, die hier übrig sind, die werden damit nicht beschädigt, nicht in Mitleidenschaft gezogen, sodass die tatsächlich auch ein zweites Mal wieder austreiben können und wir eine zweite Ernte einfahren können. Das ist einfach dafür der Grund. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zu dem Ganzen, was heute hier vorgestellt wurde? Schreibt es unten in die Kommentare rein und freut euch auf die nächsten News, die die nächsten Wochen kommen werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.